Menschsein. Ich bin ein Mensch, ich bin eine Person. Das ist so ein tief verankerter Glauben. Es ist ja auch so überzeugend hier. Schau dich an. Alles spricht doch dafür, dass du ein Mensch bist. Aber wer hat denn die menschliche Erfahrung? Grundvoraussetzung ist sowas wie Wahrnehmung, Bewusstsein. Ohne das, diese Funktion, gäbe es ja gar nicht die Erfahrung von mir als jemanden. Naja, das ist doch ein Spaß, oder? Der Niemand wird jemand, also der Niemand wird jemand, und wenn er wieder stirbt, wird der Jemand wieder zu niemandem. Und in der Zwischenzeit heißt es, genießen halt mal ein bisschen, oder auch nicht. Naja, was halt dann immer wieder so problematisch erscheint, ist dieser Wille, sich selbst zu verwirklichen. Also, naja, so problematisch ist es auch nicht. Auf jeden Fall diese zwei Grundtendenzen. Der eine ist dieser Überlebenswille, für sich zu sorgen, für seine Existenz zu sorgen, sozusagen, das Leben auf die Reihe zu bringen, den Lebensplan zu erfüllen, oh, und danach streben, alles richtig zu machen und sich wohlzufühlen und sozusagen wohlhabend zu sein, abzusichern und so weiter, Abenteuer oder was auch immer. Und die andere Tendenz ist, verschwinden zu wollen. Zurück zur Quelle. Zurück zum Ursprung, sich völlig auflösen, weil ich ist ja irgendwie Störung. Wenn ich da ist, oh, stört schon manchmal ziemlich, wenn ich da bin, störe ich mich selber. Nur wer ist gestört durch die Störung? Störung und Nichtstörung als Erfahrung im Lebensspiel kommend und gehend. Hallo. Hihihi. Tralala. Wen kümmert's? Wen kümmert's? Natürlich den Kümmerer. Der muss sich immer kümmern. Ich bin natürlich immer so selbstsüchtig, dass ich mich natürlich nur immer um mein höchstes Wohl bemühe. Naja, und wenn es mir dann auch schlecht dabei wird durch dieses viele Bemühen, was soll's? Bleibt eh nicht. Ob gut oder schlecht, angenehm, unangenehm. Du kannst ja nichts von den ganzen Aktionen festhalten. Du kannst höchstens vom Regen in die Traufe gehen, dass es noch unangenehmer wird. Noch, bis auf einmal der Leidende verschwunden ist. Und Leid einfach ohne Filter sich darstellt, in derselben Qualität wie Freude, denn das, was selbst ist, macht absolut keinen Unterschied zwischen dem, was erlebt wird. Ha ha ha.